Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Videorezension auf BoardGameJunkies.de. Heute mit den Spielen Crazy Words in der Family Edition und in der Ab 16 Edition. Crazy Words ist von Herrn Baumann, Herrn Odenhofen und von Herrn Schmidt und ist ein Spiel für 3 bis 7 Spieler ab 10 Jahren und dauert ca. 45 Minuten. Die nicht jugendfreie Ab 16 Version ist damit natürlich dann ab 16 Jahren und enthält einige versaute Begriffe. In Crazy Words geht es darum, dass wir Aufgabenkarten bekommen, auf denen zum Beispiel steht mittelalterliches Folterinstrument. Und dann bekommen wir Buchstaben, und zwar 3 Vokale und 6 Konsonanten. Aus diesen 3 Vokalen und 6 Konsonanten müssen wir dann ein Wort legen, das es noch nicht gibt, das aber unsere Aufgabe möglichst gut erklärt bzw. beschreibt. Also irgendwas, was wie ein mittelalterliches Folterinstrument klingen könnte. Dabei ist wichtig, es darf das Wort nicht geben. Man darf Wörter legen, die so ähnlich klingen wie welche, die es gibt. Aber jetzt, ich dürfte nicht irgendwie Gas als Folterinstrument legen, was kein Folterinstrument ist, besonders kein mittelalterliches. Aber ja, das ginge quasi nicht. Jeder Spieler bekommt verdeckt eine dieser Aufgabenkarten. Hier haben wir mal aufgebaut 7 Spieler. Das heißt, die bekommen alle verdeckt eine Aufgabenkarte. Ich habe meine ja schon. Dann eben, wie gesagt, die 3 Vokale und 6 Konsonanten. Zusätzlich hat jeder Spieler Zahlenkarten in seiner Farbe. Und zwar hier von 1 bis 14. Bis 14 benötigen wir aber nur, wenn wir mit bis zu 14 Spielern spielen. Wir spielen jetzt hier zu 7. Also benötigen wir nur 1 bis 8. Die anderen Zahlenkarten jedes Spielers kommen zur Seite. Man kann nämlich beide Versionen kombinieren und dann mit bis zu 14 Spielern spielen. Hat jeder also seine Zahlenkarten und legt jeder sein Wort, dreht man dann sein Tableau um, wenn man sein Wort gelegt hat, damit alle anderen das Wort lesen können. Das Wort kann aus maximal 9 Buchstaben bestehen, es muss aber nicht nur ein Wort sein, sondern es können auch mehrere Worte sein, wie jetzt zum Beispiel Gas, Yes oder so, ja? Das ist kein Problem. So. Es hat also jeder sein Wort gelegt. Alle anderen können es lesen. Dann bekommt der Startspieler von jedem die verdeckte Aufgabenkarte. Je nach Spieleranzahl kommen jetzt noch Aufgabenkarten dazu. Und zwar bei 7 Spielern noch eine, damit wir bei 8 Aufgabenkarten sind. Die wird verdeckt vom Stapel gezogen. Und es werden alle Aufgabenkarten gemischt, sodass keiner mehr weiß, welche Aufgabenkarte ist welche. Jetzt werden die 8 Aufgabenkarten auf die Plätze 1 bis 8 in der Spieltischmitte verteilt. Also 1, ein ungeliebtes Schulfach. 2, macht gesund. 3, macht krank. 4, ein Computerspiel. 5, Bezeichnung für einen miesen Lehrer. 6, das mittelalterliche Folterinstrument. 7, schützt vor Unfällen. Und die 8, Spitzname für Justin Bieber. So, jetzt weiß natürlich jeder der Spieler, wo die eigene Aufgabenkarte liegt. Ich weiß also, mein mittelalterliches Folterinstrument liegt bei der Nummer 6. Jetzt muss ich von meinen Zahlenkarten die Nummer 6 verdeckt unter mein Tableau legen. Natürlich so, dass kein anderer sieht, dass ich die Nummer 6 genommen habe. Das macht nun auch jeder Spieler. Haben wir das erledigt, geht es ans große Raten. Und zwar kann nun jeder Spieler zu jedem anderen Spieler eine der Zahlenkarten legen und damit zu sagen, dein Begriff gehört zur Aufgabenkarte 2, zur Aufgabenkarte 4 und so weiter. Also würde jetzt zum Beispiel der grüne Spieler sagen, Gas, yes, das klingt doch wie macht krank. Also legt er zu mir verdeckt die 3. Haben alle Spieler alle ihre Karten gelegt, also liegen bei jedem Spieler so viele Karten, dass jeder Spieler seine gelegt hat, also bei 7 Spielern 6 Karten, um genau zu sein, dann geht es ans große Aufdecken. Und zwar reihum deckt jeder Spieler alle Karten auf, die vor ihm liegen und liest vor. Also ich würde jetzt aufdecken das Grüne, 3 macht krank, und dann noch alle anderen aufdecken. Zum Schluss würde ich natürlich die Lösung aufdecken. Die 6, mittelalterliches Folterinstrument. Man kann auch noch sein Wort vorlesen. Wichtig ist, dass während dem Raten
keiner ein Wort eines anderen laut vorliest. Denn wie man ein Wort vorliest, kann schon ein Hinweis darauf sein, was das Wort sein soll. So, jetzt haben wir also entweder richtig getippte oder keine richtig getippten Lösungen. Auf jeden Fall bekommt jeder Spieler, der richtig getippt hat, also der getippt hat, dass mein Gasjäs ein mittelalterliches Folterinstrument ist, einen Siegpunkt. Grün kriegt jetzt keinen Siegpunkt, weil hat ja 3 getippt, macht krank. Für jeden richtigen Tipp bekommt auch der Spieler, der das Wort gebaut hat, einen Siegpunkt. Das ist zur Motivation, dass man selbst ein Interesse daran hat, das Wort möglichst gut rüberzubringen. Sonst könnte man da ja auch totalen Schwachsinn schreiben und keiner würde Punkte kriegen und dann wäre das ganze Spielprinzip ja quasi für ein Popo. So, das war's im Prinzip schon. Das Ganze wird 6-mal gespielt. Das heißt, jeder bekommt insgesamt 6 unterschiedliche Aufgabenkarten. 6 Begriffe werden gelegt und dann wird geschaut, wer hat gewonnen. Es hindert einen natürlich keinen daran, auf die Siegpunkte zu pfeifen, mehr als 6 Runden zu spielen oder eben ja einfach Spaß daran zu haben, diese Begriffe zu erraten. Denn bei Crazy Words kommen teilweise wirklich ganz schön verrückte Wortschöpfungen raus, die richtig Spaß machen. Und der Reiz daran ist auch ein Stück weit, dass man ja nie weiß, was sind die anderen Aufgaben. Dann werden die Aufgaben alle aufgedeckt und dann sieht man, ah Mist, das passt viel besser zu einer anderen Aufgabenkarte. Jetzt erraten die nie, was meine eigene ist. Ja, so ist es bei Crazy Words nun mal. Wie ihr gesehen habt, sind die Aufgabenkarten in der Family Edition sehr allgemein. Also wir haben hier noch sowas wie ein wohlschmeckendes Gewürz, etwas riesig Großes, etwas winzig Kleines, der Name für die Zahnfee, ein Dorf in Oberbayern, Schneewittchens achter Zwerg, eine Comicfigur, ein Superheld, Kinderspielzeug, Kuscheltier und so weiter. Jetzt gehen wir doch mal in die ab 16 Version. Achtung, falls Kinder bei diesem Video mit zuschauen, haltet euren Kindern jetzt die Ohren zu oder, liebe Kinder, schaltet jetzt aus. Denn jetzt kommen Begriffe, für die man mindestens 16 Jahre alt sein sollte. Steht dem Schneemann gut? Okay, das ist jetzt nicht unbedingt was Böses. Mein rechter Sitznachbar ist eine Geschlechtskrankheit, eine Programmiersprache, etwas typisch Weißes, eine französische Weinsorte, was eine Frau glücklich macht, geschieht vor allem im Bett, etwas aus Latex, etwas zum Streicheln, ein anderes Wort für Massagestab, Titel eines Erotikfilms und so weiter. Wir sehen also auch in der ab 16 Version haben wir durchaus allgemeine Begriffe. Und das ist wichtig, denn diese ganzen Sexanspielungen ähneln sich von den Begriffen her oder könnten alles Anspielungen auf sexuelle Begriffe sein. Wenn da nicht auch ein paar allgemeine dazwischen wären, wie zum Beispiel eine Figur aus Herr der Ringe, dann wäre das Ganze relativ witzlos, weil es wäre einfach unnötig schwierig. So finde ich, ist es super gemacht. Es sind allgemeine Begriffe, die sich auch eher auf erwachsenen Dinge beziehen, plus halt diese Schmuddelbegriffe, wo dann auch bei Crazy Words ganz schöne Schmuddelwörter rauskommen können oder die zumindest klingen wie Schmuddelwörter, die man sonst in Anwesenheit von jüngeren Generationen nicht wirklich in den Mund nehmen würde. Ich habe jetzt schon gehört, dass es viel Spaß macht, beide Versionen zu mischen und gar nicht zu wissen, wo ist die Karte her, sondern einfach damit zu spielen und dann eben immer wieder lustig zwischendurch ein Schmuddelwort auftauchen zu lassen. Das ist natürlich auch vollkommen okay. Wie gesagt, man kann beide mischen, dann hat man ein Spiel für bis zu 14 Spieler. Crazy Words ist schnell gespielt, auf der Packung steht 45 Minuten. Das kommt ganz auf die Spielgruppe drauf an, aber 45 Minuten war bei 3 Spielern. Nee, wir haben es zu viert gespielt. Zum Beispiel, da waren wir unter den 45 Minuten. Zu siebt erreicht man sicherlich die 45 Minuten, aber ich muss ehrlich sagen, zu siebt habe ich es nicht gespielt. Ich habe selten Spielgruppen, die in die Größe gehen. Aber Crazy Words hat keine wirkliche Downtime. Dadurch, dass jeder dauerhaft am Wort basteln ist, am andere Wörter lesen, am gucken, welches Wort könnte wo passen, ist man dauerhaft beschäftigt. Das Einzige, wo man eine Downtime vorkommen kann, ist, wenn ein Spieler länger braucht beim Wortknobeln, nicht so wirklich was hinbekommt und dann eben ja alle auf ihn warten müssen. Das ist aber halb so schlimm. Was ich bei Crazy Words bemängel, und das ist wirklich ein Bemängeln in Anführungszeichen, sind die Buchstabenchips als Papptokens. Toll wäre natürlich gewesen, jetzt ist mir einer runtergefallen, toll wäre gewesen, wenn es diese als Plastiksteinchen gegeben hätte, denn die Pappchips sind schon arg fummelig. Nicht beim Legen, da hindern sie nicht, da ist es quasi egal,
Aber die müssen ja immer wieder gemischt und ausgeteilt werden. Und wenn man diese Pappchips mischt, seht das hier, dann drehen die sich ständig um. Also entweder man pimpt sein Crazy Words, indem man zwei dunkle Beutel hat und weiß, in dem einen Beutel sind die Vokale, in dem anderen Beutel sind die Konsonanten. Dann muss man einfach einen Beutel durchschütteln, greift sechs raus und fertig. Oder man gibt sich halt damit zufrieden, dass das Mischen eine recht ätzende Angelegenheit ist. Aber man muss auch nicht allzu gut durchmischen. Also gerade je mehr Spieler, dann werden die Buchstaben eh vermischt. Somit Crazy Words von mir auf jeden Fall eine Empfehlung für alle, die einen lustigen Abend haben wollen, die Wortspiele mögen, die Spiele mit Buchstaben und Begriffen mögen. Für mich ist Crazy Words tatsächlich dieses Jahr gleich auf mit Codenames. Mir macht das genauso viel, wenn nicht sogar mehr Spaß, denn hier lache ich wesentlich mehr als bei Codenames und ich mag es zu lachen. Das war Alex von BoardGameJunkies.de. Wenn dir das Video gefallen hat, gib doch einen Daumen nach oben, lass ein Abo da, besuch unsere Webseite BoardGameJunkies.de oder unsere Facebook-Seite und lass ein Like da. Alles würde mich freuen, alles unterstützt uns und hilft uns, noch mehr und bessere Videos zu machen. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Mach's gut!